Abend und willkommen zur Doppelmeditation heute mit Mudita und Vipassana. Beginnen damit, ganz direkt das Ein- und Ausatmen des Körpers zum Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu machen. Den zerstreuten Geist einzufangen. Mit etwas Gegenwärtigem zu beschäftigen. Wir atmen achtsam ein und aus. Lassen dadurch einen Rahmen der Körperachtsamkeit entstehen. Körperachtsamkeit, die zu einem ganz direkten Gegenwartsbezug führt.
einen entstehenden Freiraum, wenn wir jetzt beginnen mit heilsamen Kraft von Metta zu füllen, erwecken durch ein ganz bewusstes Ansprechen wohlwollender Absichten. Diese Emotion, diese Einstellung des allumfassenden Wohlwollens, natürlich könnte nach euren eigenen Bedürfnissen Kontemplation passend gestalten. Nach und nach allen Wesen Frieden wünschen.
Geistern Interesse dafür entwickelt hat, wie es den Wesen geht. Ja, in Metta eingestiegen ist, reagiert dann auch auf eine bestimmte Weise, wenn wir uns Dukkha vergegenwärtigen. Tatsache, meisten Wesen diesen unbefriedigenden Zustand der Identifikation mit unbeständigen Dingen festhängen. Können Dukkha sehen, voll Verständnis mitfühlen.
Bauen wir auf dem Wohlwollen, Metta. Auf dem Mut, sogar auch emotional heilsam zu begegnen, auszuweichen, das Karuna bringt. Machen uns bewusst, Zucker in uns und in allen Wesen eine vermeidbare Sache, eine verwindbare Fehlstellung des Geistes ist. In allen Wesen, in allen Daseinssituationen, weil die Möglichkeit zur Druckerfreiheit besteht. Den Wesen nur klar genug bewusst wird, dass es da keinen Kern gibt, zu festhalten, bekämpfen oder gehen. Alle Wesen, alle Erlebenskonstellationen, frei von einem Kern. Sind befreibar von Druck. Mit dieser Befreibarkeit über diese Essenslosigkeit nennen wir Erleichterung, Freude, eben mit Freude erleben. Ohne Kern, Mudita.
Aufmerksamkeit ist wieder oder noch beim Atem. Vielleicht auch noch in einer Brahma-Vihara inspirierten Stimmung. Es uns leicht macht, interessiert der Gegenwart und im Rahmen der Körperachtsamkeit zu bleiben. Interessiert ist der Geist auch am Wohlergehen von Dukkha und dem Ende von Dukkha. Die Essenzlosigkeit, von der eben die Rede war, der ersten Meditation, können wir für uns selbst einmal ganz direkt, ganz unmittelbar überprüfen und für uns selbst erleben, so auf uns wirken lassen, zu beginnen, etwas zu begreifen. Sind uns die Kräfte des Nichtwissenden Aufgreifens an Macht verlieren. Der Geist in Nicht-Identifikation Gefallen und Frieden zu finden beginnt. Beobachten Körperlichkeit, als den Elementeprozess, der diese Körperlichkeit nun einmal ist. In keinem Moment dieses Fließens und Kribbelns, des ganzen Schaumgebildes, ist ein Kern oder eine Essenz zu finden. Wenn wir nur geduldig und genau genug hinsehen, ist da nur Körperlichkeit.
Empfindungen ist keine Essenz und kein Kern zu finden. Wenn sie mit ihren unangenehmen und angenehmen Empfindungstönen immer wieder an uns rühren, zu versuchen, wissensklar beobachtet, weist sich jedes Empfinden als leer, Sens, eine Wasserblase, der Regenpfütze, eine Oberflächenspannung, die derzeit wieder platzen kann. Eben nur ein Empfinden.
beim Beobachten von Sanja, Wahrnehmungen, zeigt sich die Essenzlosigkeit. Eine Fata Morgana nach der anderen entstehen und vergehen. Diese scheinbar so wichtigen, so bedeutsamen Wahrnehmungen lösen sich auf, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und wenn wir bereit sind, es einmal nicht daran zu klammern, stattdessen objektiv und beobachtend zu bleiben, dass wir zur Erkenntnis kommen, es ist ja nur eine Wahrnehmung, wieder und wieder.
Wir beobachten Aktivitätsimpulse Karas. Immer wieder versuchen, es auf die Suche zu schicken nach Erfüllung durch Aktivität. Wieder Vorschläge machen, wie wir unser vermeintliches Selbst durch Einmischen, durch Aktivwerden irgendwie besser stellen können. Diese sinnlose Suche nach Kernholz, einem Bananenstamm. Zeigt sich bei genauer Beobachtung als völlig senslos, kernlos. Wobei wabernde Geistesprozesse eben nur Aktivitätsimpulse.
Sinnes Bewusstsein. Kern und essenzlos. So sehr es uns diesem großen sansarischen Zauberkunststück auch immer wieder vorgaukeln möchte. Ist hier eine beständige Größe, eine Essenz vorhanden ist. So können wir bei gründlichem Beobachten, bei einer Unbestechlichkeit angesichts der Fassade eines Selbstes, der sich das Bewusstsein gerne tarnt, Wirklichkeit, unbeständige, flüchtige Natur des Bewusstseins kennend. Hören diese fünf anders auf, einander verklebt und verzahnt zu sein. Wenn im Erlebenden, dem Erlebten nichts zu finden ist, ein Aufbau eines Daseins wert wäre, es in Frieden zerfallen. Ist er kein Träger der Identität? Ein Prozess, den wir Bewusstsein nennen.